Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Oh, verdammt, jetzt habe ich es immer noch angemacht. Ah, ich will es nicht mehr anhaben. Wo ist es? HUD. Nee. Es ist vielleicht doch im Spiel. Nee, warte, es ist bei Barrierefreiheit. Da unten ist es. So. Ich will die Soundeffekte nämlich nicht sehen. Ich möchte die nur hören in Aufnahmen. Das kommt nämlich weitaus skilliger rüber. So, wo landen wir jetzt? Ich würde sagen, Steamy Stacks. Ne, da sind wir. Wisst ihr, wo wir schon lange nicht mehr gelandet sind, auch wenn das wahrscheinlich ein ewig weiter Weg ist, aber ich möchte die Insel mal nochmal genauer erkunden. Da ganz hinten. Ach, jetzt habe ich ja noch mein. Ja, jetzt habe ich noch die Dinger drin und die habe ich natürlich jetzt vergessen zu wechseln. Aber ist egal. So. Wird mal Zeit wieder für eine normale Folge Fortnite, ohne von wegen jetzt hier Buchstaben sammeln. Das kommt ja sowieso ein paar Tagen. Oh geil, den Disco. Gleiter. Ach, der war damals einfach der Shit. Ich finde den immer noch richtig cool. Und ich sammle auch gerade anscheinend schon EP, wie man unten sehen kann. Fürs Nichtstun, außer fürs Fliegen. Wenn jetzt einer mit noch auf die Insel kommt, ne, dann fresse ich echt einen Besen. So, wir gehen mal hinten ins Haus dann, weil ich habe halt diese ganze Villa hier, diese ganze Insel, kein Stück erkundet. Und das will ich einfach mal machen. Ja, wir landen und die Zone geht jetzt los. Was ist das? Oh, wir sind sogar in der Zone. Das ist ja schon beinahe perfekt. Perfekt mit A. Perfekt. So, machen wir einen ganz genüsslichen, machen wir uns hier einen schönen Urlaub. So, ein bisschen Fernsehen gucken. So, was läuft denn so Schönes? Ach nee, nicht die Folge schon wieder. Geh schon, Mann! So, was haben wir hier in unserer Schatzkiste? Eine Farmers, nehme ich mal mit. Warum nicht? Man weiß ja nie, vielleicht will man ja ein paar Bären erlegen, für Bärenfell unten. Kann ein bisschen rumgerben. Pistole braucht man nicht. Ein bisschen Munition müssen wir mal mitnehmen hier. Zack, Tische, wer will schon essen? Lol. Oh, unser Geheimkeller. Aha. Ah, okay. Müsste ich nicht gleich schon mal meine erste Medaille kriegen? Mal so ganz blutgefragt. Oh, hier ist unser hier ist mein Aufnahmezimmer. Zack, 1, 2, 3, 4. Oha, noch mehr Bildschirme. Ah. Krasses Aufnahmezimmer auf jeden Fall. So, was ist hier? Hier ist das Gästezimmer, klar. Vielleicht auch Kinderzimmer, man weiß es nicht. Ich habe ja keine Kinder. Und hier prunkvoll unsere Löwenstatue, die wir jetzt erstmal kaputt machen. Die sind halt gerade aus dem Knast raus und, ja, sind noch ein bisschen aggressiv, ne, ist klar. So, schauen wir uns mal um, was haben wir denn hier im Garten? Eine eigene Solaranlage. Und hier kann man so ein bisschen die Aussicht genießen, da ist das schön. Ach, ist das alles toll. Und hier, der ganze Müll, der stinkt zwar ein bisschen, aber, hey, bin zu voll, den wegzuräumen. So, was haben wir denn hier so schön angebaut? Vielleicht ein bisschen Weed. Sieht zwar jetzt hier nicht aus wie Weed, aber... Ja, Maisweed, man kennt es, ne? Das gute Maisgras. Okay. Ja. Kann man, glaube ich, mit leben. Falls irgendwelche Leute kommen und mein Weed hier anfassen wollen, dann kriegen sie richtig einen auf den Kopf. Ich meine, ich bin ja der Raven, ne? Der Raven, der ist halt im Ruhestand. Der möchte mal auch mal sein. Der hat keinen Bock mehr zu töten. Ah, das war mein Traktor, okay. Der hat einfach keinen Bock mehr zu töten. Der ist im Ruhestand. Hier in seiner Fabrik. Wo damals immer die Leute ausgebildet hat. Ist auch einfach keiner mehr.
Es wird Zeit, noch einen großen zu finden. Oder halt kleiner. Hier, guckt, Schießanlage. Ah, es ist so eine kleine Ausbildungsstätte für den Raven hier. Oh, das ist eine gute Pumpgun, weil wenn ich treffe mit der anderen Pumpgun, dann mache ich nur 8 Schaden. Mit der mache ich wahrscheinlich auch 8 Schaden, kann danach aber wieder schneller schießen. Und Raven hat Hunger, er muss mal was essen. Er hat Bock auf Pilze und auf Äpfel. Und auf Bärenfleisch, aber hier ist kein Bärenfleisch. Oh, war da was Goldenes? Ne. Ich muss sagen, der Raven hat sie schon echt schön. So, was war jetzt hier nochmal drin? Ach, eine Sniper. Ach komm, weißt du was, dann trinke ich jetzt den großen Trank hier, was soll's. Scheiß drauf. Weil der Jäger ist, der Jäger. Der Raven ist ja ein ruhiger Jäger. Ganz viel Munition. Greifhaken brauchen wir nicht. Macht zwar eigentlich relativ viel Damage. Boah, die Tür hat es auch in sich, ey. Aha! Dann trinken wir doch eher mal das. Und nehmen dann die Farmers mit. Wir haben noch gar keine M4 gefunden. Das ist schade, denn Raven mag die M4. Oh, ich müsste auch noch angeln eigentlich, stimmt. Aber machen wir jetzt mal nicht. Wir gucken uns auch noch hier unser Campingplatz an. Das sind Leute, die wollten uns wehtun. Die wollten den Raven wehtun, aber der hat sie dann einfach eiskalt getötet. Ja, die Story von Raven ist schon lit, ne? Also, die ist schon krass. Huh. Nee. So. Wir haben immer noch nicht die ganze Insel erkundet. Also hier sind auch noch so zwei Sachen. So eine kleine Farm. Da hat der Raven ein paar Tiere gezüchtet. Um die auch eigentlich zu essen. Die sind aber alle gestorben, weil er die nicht gefüttert hat. Der egoistische kleine Drecksack. Ja, so ist Raven halt, ne? Ach komm, wir brauchen das nicht. Wir sind ja Raven. Wir brauchen keine Schildtränke. Eigentlich bräuchten wir die Medikits nicht. Na, ist egal. So. Aber der Raven hat keinen Bock mehr auf Ruhe und Frieden. Der will einfach Menschen töten. Imaginäre Menschen, die es gar nicht gibt. Er will sie einfach töten. Er will sie heimsuchen und ermorcheln. Deswegen kehrt er jetzt aus seinem Ruhestand zurück. Und wird jetzt hier ein Kill nach dem anderen machen. Ich sag's euch. Der Raven hat richtig Heißhunger, ey. Der wird zum Biest, wird er. So, die Zone sieht verdammt interessant halt. Dass die mal hier unten in der Ecke ist. Ich hatte noch nie eine Zone, die da, glaube ich, da unten in der Ecke ist. Ich glaube nicht. Jetzt werden sich andere denken, hä? Voll oft, ey. Ja, sorry, aber ich spiele halt Fortnite nicht so oft. Ich spiele es eigentlich nur zu den Aufnahmen und wenn ich mal richtig Bock habe, mal für ein paar Stündchen. Aber ansonsten täglich überhaupt nicht mehr. Man sollte ein Spiel auch nicht zu überreizen, ne? So. Gehen wir mal auf den größten Berg. Gehen wir einfach mal gucken, was da so ist. Ich meine, es ist ja auch der Sniperberg, von dem aus Raven richtig viele Leute getötet hat. Und nein, ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich so Bullshit laber. Das ist alles wahr. Das hat mir Raven vorhin alles erzählt.
Ah, sogar noch ein Slurp-Traktor. Traktor. Ja, das ist ein Traktor hier. Man kennt es, Bobbycar. Das ist, eigentlich ist es ein Einrad getarnt als ein Traktor. Mhm, ist klar. Natürlich ein Traktor. Ich meine natürlich ein Lastkraftwagen. Hab immer gespannt, wie viele hier im Schneegebiet sind. Ob Raven jetzt gleich richtig Riot gehen muss oder nicht. Der hat auch schon seine Alchemieflaschen hinten. Also der zaubert sich einfach mal schnell weg. Trinkt dann Trank, wird dann richtig OP und dann geht's ab. Hier war auf jeden Fall einer. Interessant. Da auch. Aha. Die große Frage ist aber, oh, da ist noch ein großer Schildtrank. Wo ist er jetzt? Da ganz oben ist nicht mehr die Zone, ne? Nee. Da ganz oben leider nicht mehr. Da wäre ich gesagt gar keinen Bock hier zu bauen, weil ich nicht weiß, ob genau das dann einer sieht. Oh, die Zone kommt ja hier hin. Okay, alles klar, alles klar. Fünfzehn Leute leben noch. 14 Leute. Die Frage ist, wo sind die? Safecore ist ja noch irgendwo einer und gammelt da. Die Zone ist ja auch noch. Die Zone ist auch noch schon riesig noch, also eigentlich, ne? Die ist schon noch recht groß. Go Ghost Chicken hat jemanden gekillt. 94 Meter Entfernung. Das ist auf jeden Fall ein Sniper-Kill gewesen, denke ich mal. Weil die Deagle gibt es ja leider nicht mehr. Oh, die Deagle fehlt mir echt, ne? Die Deagle, muss ich sagen, wenn sie die noch zurückbringen würden, wäre echt geil. Aber sowas wie zwei Sniper. Puh. Muss jetzt nicht sein. Wow, da war gerade ein Mega-Lag, okay. Gehen wir mal darauf. Ich meine, wir müssen da so oder so hin, ne? Wegen der Zone. Ey, noch keinen einzigen gesehen, ne? Krank. Heftig. Ah, Raven, zieh dich warm an, ey. Ne, es gibt doch gar keine Büsche mehr. Ist auch ganz gut eigentlich. Dass sie das rausgenommen haben. Oh, 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 oh. Der denkt sich jetzt so. Motherfucker? Von wo kam der Schuss? Okay, 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 okay. Was macht der da? Ist einer jetzt schon tot oder was? Keine Ahnung. Ja, da ist einer gestorben. Tatsächlich. Der macht sich wahrscheinlich jetzt wieder voll. Okay, sind noch sieben da. Der hin? Hä, bau doch!
Hätte man doch die Schildtränke mitnehmen sollen, ne? Oha! Oh, come on, ey, wirklich jetzt? Das ist kritisch. Gelebt? Der hat noch gelebt. Ich dachte, er hat den gekillt. Danach dachte ich so, okay, gut, jetzt denke ich mir den halt ab. Oh, warte, den gucken wir noch. Oh, wenn er den jetzt macht, ne? Dann wäre Raven stolz auf dich. Ja, Raven hat. Jetzt war mit Absicht. Oh Gott, war das ein. War das eine bescheuerte Folge? Jetzt mal ganz ehrlich, das war so eine dämliche Folge. Er hat noch nie so viel Bullshit in der Fortnite-Folge gelabert, aber ist egal. Wir sind zur nächsten Folge. Das wird dann die Buchstabenfolge werden, und zwar das E, das letzte E. Haut rein und tschüss.